Du siehst, der Text ist schon vollständig vorhanden und auch schon sauber strukturiert mit Überschrift 1, Überschrift 2 und Standardabsatz und allenfalls noch weiteren Stilen, die fest im Dokument verankert sind. Jetzt geht es an die Gestaltung. Zunächst einmal das Gesamtdokument, also die Ränder. Das machen wir über Format Dokument. Dieses Dokument soll anschließend als Broschüre bzw. doppelseitig gedruckt werden. Deshalb wählen wir hier gegenüberliegende Seiten und du siehst, es wird jetzt nicht mehr mit rechts und links unterschieden, sondern innen und außen. Der obere Rand soll 2,5 sein, der untere 3 und innen wählen wir 2,5, außen 3,5. Also die Grundregel ist, außen soll der Rand wesentlich breiter sein. Oft ist er doppelt so breit wie der innere, beziehungsweise die beiden inneren, die ja zusammenliegen, ergeben gemeinsam so viel wie je die äußeren. Ja, und somit sind wir bereit. Ganz wichtig ist, dass wenn du solche Einstellungen machst, hier das gesamte Dokument ausgewählt ist. Sonst wird dann nur allenfalls eine betroffene Seite geändert und das würde dann sehr eigenartig aussehen. Ich bestätige mit OK und du siehst, es wurde da schon etwas luftiger durch die Ränder.